Lara Alagor fragt, wo wird bekannt gegeben, dass eine neue Waldkönigin gesucht wird? Und wird dieses Jahr eine Nachfolgerin gesucht oder wegen Corona erst später? Also da, wenn du dich darüber informieren möchtest, dann gehst du am besten auf den Bayerischen Waldbesitzerverband Webseite und da wird es bekannt gegeben. Ich bin jetzt noch September 22 im Amt und dann könntest du rein theoretisch, wenn du möchtest, meine Nachfolgerin werden, wenn du das Bewerbungsverfahren schaffst und ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Sehr gut. Und noch einmal ganz kurz die wichtigsten die wichtigsten Kriterien, die man erfüllen muss. Das Wichtigste ist weiblich. Das hat Sarah dann schon mal erfüllt. Dann Waldbesitz, wobei ich mir auch gut vorstellen könnte, dass sie das Kriterium vielleicht ein bisschen lockern, weil im Endeffekt gibt es auch so viele Frauen oder Männer, die sich für den Wald interessieren. Vielleicht könnte man das Ganze mal ein bisschen überdenken. Und das war es dann eigentlich auch schon. Und dann sollte man sich halt noch nach bestem Wissen und Gewissen vorbereiten. Was ganz gerne gefragt wird, so als Insider-Tipp, was ist deine Lieblingsbaumart? Aber ich glaube, da kann jeder eine nennen. Und, das dann ordentlich begründen und dann steht dem Ganzen eigentlich nichts mehr im Wege. Wunderbar. Dann geht die nächste Frage an Sarah und ich schäme mich ein bisschen dafür, dass ich diese Frage nicht selber gestellt habe. Aber hier scheint ein besserer Moderator zu sein. Philipp Meyer heißt er. Wie kam es zu der Entscheidung, sich für das Amt der Bayerischen Bierkönigin zu bewerben? Also man muss natürlich sagen, ich bin mit Bier groß geworden. Also ich habe jetzt nicht von klein auf Bier getrunken, sondern Bier gehört halt bei uns in Bayern dazu. Und man liebt natürlich das, auf Volksfeste zu gehen. Man liebt es, im Bierzelt zu sein oder in einem Biergarten zum Sitzen. Und ich bin eine Fußballerin. Und bei uns ist es halt einfach auch so, dass halt nach einem Sieg gibt es halt immer ein Bier. Also da wird halt dann eine Kiste Bier eingestellt und dann trinkt man halt ein Bier. Und somit kommt man natürlich schon relativ früh in Verbindung mit dem Bier und hat da viel damit zu tun. Und da ist halt einfach die Leidenschaft gekommen und immer mehr gestiegen. Und dann habe ich halt das gelesen, dass neue bayerische Bierkönigin gesucht wird. Und dann habe ich mich da beworben und dann bin ich sehr geworden. Sehr gut. Und wie ist es da mit der Frist oder wann kann man sich da bewerben? So viel ich weiß, wird die neue Bewerbungsrunde ab Februar 2022 stattfinden. Die Wahl findet dann jetzt geplant am 19. Mai nächstes Jahr statt. Wie gesagt, man muss 21 Jahre alt sein, man muss geboren und lebhaft in Bayern sein und man muss natürlich eine Leidenschaft haben, was ich davor schon gesagt habe. Und ein bisschen zeitlich flexibel sollte man natürlich auch sein. Nächste Frage an Gabi Schmidt. Lea Weber fragt, hat man als Abgeordnete noch Zeit für die Ausübung eines Ehrenamts? Danke, ja. Lea. Die Zeit ist immer relativ. Also ich habe ja Lebenszeit und in der Lebenszeit kann ich ja alles machen, was mir wichtig ist. Und ich bin noch ehrenamtlich. Ich bin Vorsitzende vom Fischerzeugring Mittelfranken. Das ist meine Leidenschaft. Dann, ach Gott, wo bin ich noch überall mit dabei im Verein? Ja, aber da gebe ich sehr viel Zeit rein und in einem Bildungswerk bin ich noch mit dabei. Aber natürlich, ich habe Musik gespielt, das kann man alles vergessen, da kann man nicht mehr dabei sein. Also man kann schon noch stilles Mitglied im Verein sein, aber sehr stilles dann, wenn man die Zeit hat zu den Veranstaltungen. Und dann haben wir die nächste Frage an Sarah von Tamara Kunz. Muss man als bayerische Bierkönigin Bier brauen können? Bier brauen selber muss man nicht können, aber man muss sich natürlich mit dem Brauprozess auskennen. Also das sind so Sachen, die halt einfach extrem wichtig sind, dass man einfach weiß, wie wird denn ein Bier gebraut? Was brauche ich für Zutaten dazu? Wie ist der genaue Ablauf? Und das sind schon Sachen, aber man lernt es. Also man hat auch davor, man hat Schulungen, wo man einfach sagt, da wird diejenige dann auf das Produkt angelernt. Gabi, schon mal ein Craft-Bier gebraut?
Ja, doch was viel Besseres. Jetzt muss ich, jetzt kann ich richtig angeben. Und zwar habe ich neulich erst wieder gebraut. Ich war ja früher Bezirksrätin und wir haben im Bezirk Mittelfranken im Freilandmuseum Bad Windsheim das älteste Brauhaus Europas ohne Strom, ohne alles. Und da habe ich neulich wieder mitgebraut und Sarah, dann lade ich dich gleich ein zum nächsten Brauen. Ich hoffe, dass sie das jetzt alle hören. Und Kerstin, du musst natürlich auch mitkommen, weil das wird mit Holzschütten noch geschöpft. Und da war ich richtig gut dabei. Und der Hubert Aiwanger übrigens auch. Aber das nächste, wenn mir das mit trocken, gell? Bin ich sehr gern dabei. Ich auch. Danke für die Einladung. Ja, also ich habe immer mehr den Eindruck, dass am Ende Gabi sich doch noch mal bewerben will um das Amt. Februar hast du gesagt, Sarah, gell? Hammer. Ja, Ab Februar ist die Bewerbungsfrist offen. Franz Dreier möchte von Kerstin wissen, welche praktischen Tätigkeiten werden von der Bayerischen Waldkönigin im Forstbereich generell so ausgeübt? Also, es ist so, dass das Ehrenamt der Bayerischen Waldkönigin beinhaltet jetzt an sich keine praktischen Tätigkeiten. Also, ich pflanze öfters mal irgendwelche Bäumchen mit Kindern oder mit irgendwelchen Verbänden zusammen. Aber selbst wenn man sich das nicht auskennen würde, wäre das kein Problem. Da geht es einfach nur darum, dass man das moderiert und anleitet und dass man halt so den Wissensdurst der Teilnehmer ist quasi stillt. Dadurch, dass ich aber selber ja Wald besitze und auch Forst studiert habe und jetzt auch das Referendariat in Bayern mache, also das ist dieser Vorbereitungsdienst für den Forst, mache ich natürlich alles Mögliche. Also ich kann Bäume fällen, ich bin auch schon mal Harvester gefahren, da war ich, also saß noch mehr mit drin, als dass ich da tatsächlich was gemacht hätte. Und alles Mögliche, Bäume pflanzen und. Also das ist Verbissschutz anbringen, das kriege ich alles hin. Und genau, aber das ist nicht verpflichtend, dass man das kann. Sehr gut. Also man muss auf jeden Fall einiges an theoretischem und auch praktischem Fachwissen mitbringen. Das ist in der Politik ähnlich, gell? Ja, ich hoffe doch, aber ich kann auch Verbissschutz anbringen und pflanzen können, ja, weil ich Waldbesitzerin bin, gell? Sehr gut, Also, also noch eine Bewerbung. jetzt kann ich mich doch nicht entscheiden, ob ich Bier oder Waldkönigin werden will. Sind beides schöne Ämter, gell? Das Ja, stimmt. nee, ich finde, die sind genau richtig aufgehoben, da wo sie gerade sind, und dass es absolut prima ist. Gabi, die nächste Frage ist auch von Tillmann Brosini für dich. Wie kann die Politik Ehrenamt weiter aufwerten und unterstützen? Also, wer hätte zum Schluss gemacht, dann mache ich es gleich. Wir haben eine großartige Ehrenamtsbeauftragte, die Eva Gottstein, und dieses Gespür für diese Produktbewerbungen, Produktkönigin, das habe ich auch von der Eva Gottstein. Wir hatten jedes Jahr vor Corona wirklich einen sehr, sehr großen Empfang hier in Landau. Ich werde den weitermachen, sobald wir wieder so viele Leute einladen dürfen. Und da ist eine große Wertschätzung da, auch die Auszeichnung des Ehrenamts der Woche und. Aber am meisten sind wirklich gefordert und es bringt nichts, wenn die von uns eine Medaille oder einen Händedruck bekommen. Am meisten sind, jetzt schaue ich dich an, Sarah, am meisten sind die anderen Vereinsmitglieder gefordert oder wo Leute im Ehrenamt sind, Danke zu sagen und dass das keine Selbstverständlichkeit ist. Weil meistens sind Hunderte und Tausende Mitglieder, aber die vorne stehen und ihren Kopf hinhalten, sind einige wenige. Und da muss man wieder zurückkommen, nicht bloß motzen und maulen, dass jeder Einzelne von uns gefragt. Wir in der Politik machen vieles, sicherlich nie genug, sicherlich nie genug, weil in Bayern läuft ohne das Ehrenamt nichts, wenn man von sozialen Ehrenamt geht, bis man zu sportlichen Ehrenamt geht und, was ihr macht, dieses Marketing-Ehrenamt. Aber wir als Gesellschaft im Ganzen müssen schon mal wieder kapieren, was uns da alles abgenommen wird, was so überhaupt nicht bezahlbar wäre. Aber danke für die Frage. An euch beide nochmal die Frage, lernt man sich eigentlich auch kennen? Jetzt, also lernt die Waldkönigin mal die Bierkönigin kennen, andersrum und die Meerrettichkönigin und was es da alles gibt? Ja, also Sarah, soll ich antworten? Ja, mach das. Also es ist schon so,
dass viele Termine gemeinsam stattfinden, wo man dann eben Kontakt zu den anderen Hoheiten knüpfen kann. Wie die Gabi auch schon gesagt hat, diese Königinnenempfang im Bayerischen Landtag, das ist auch immer so ein Highlight, wo man sich dann eben austauscht. Und auch Grüne Woche, da sind immer alle dabei und es macht einfach immer wahnsinnig viel Spaß. Und das Schöne ist ja, man hat ja so sofort Berührungspunkte und kann dann immer sofort drauf loslegen. Und das sind auch echt schon enge Freundschaften entstanden. Und Sarah, du bist jetzt neu bei uns, so in der Gruppe der Hoheiten. Aber ich freue mich sehr, wenn wir uns mal auch live kennenlernen und dann auch mal ein Bier zusammen trinken. Und ich durfte auch schon dabei sein in der Gruppe der Hofheiden, Sarah. Das ist echt schön. Spätestens auf der Grünen Woche sehen wir uns dann. Und dann danach auf unserem Königinnenempfang. Also der ist mir wichtig. Und das ist die erste Veranstaltung der Fraktion, die dann auch geholt wird, wenn es geht. Weil das Sehr ist der gut. Eva Gottstein, die hat es großartig erfunden. Also ich möchte mich da unbedingt auch anmelden, wenn es geht. War nur Ja, gerade auf bitte, ich Stumm. nehme auch Ein mit. männlicher Moderator schon gebucht, nachdem ich die Veranstaltung bin. Ich denke, das haben alle gehört. Also jetzt Wunderbar. unter Zeugen, Philipp, dann Sehr darfst du der Moderator sein. gut. Auf jeden Fall weiß ich, dass es von Kerstin dann immer ganz coole Tipps gibt, wie man schnell seine Haare hinbekommt. Also muss ich. Und wenn gar nichts hilft, dann einfach eine Krone aufsetzen. Richtig, richtig, das ist der Tipp. Es gibt noch eine Frage. Ja, Moment. An die Kerstin, genau. Wie sehen die beruflichen Pläne für die Zeit nach der Amtsausübung als bayerische Waldkönigin aus? Wie ich gerade schon ja gesagt habe, ich bin jetzt gerade im Referendariat. Und ja, da werde ich jetzt mal, bin ich jetzt erstmal 7 Monate bei den Bayerischen Staatsforsten und darf da mal Betriebsluft schnuppern. Und danach werde ich nochmal auch im Amt für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten arbeiten. Und dann kommt eben die Staatsprüfung und dann hoffen wir mal, dass ich gut abschneide und dann von einem der beiden übernommen werde. Sehr gut, da drücken wir auf jeden Fall mal die Daumen. Danke. Vielleicht noch zum Schluss, vielleicht wenn ihr einen Wunsch äußern könntet, wie ihr praktisch besser unterstützt werden könntet. Was wäre das für ein Wunsch an euch beide, Sarah? Also ich muss sagen, ich werde eigentlich wirklich extrem unterstützt vom Verband. Also wir haben da so super Sponsoren, die dahinter stehen. Man hat da wirklich so viel Hilfe. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt gerade im Moment einfach gar nicht, in welcher Form, dass da noch mehr Unterstützung kommen sollte. Ja, das ist doch super. Ja. Ja, Ja, und bei da dir, ist das, was Kerstin? die Gabi vorhin auch schon angesprochen hat, mit den verschiedenen Verbänden und so weiter und so fort. Also ich fände es schön, wenn der Wald oder die Waldkönigin oder die Ämter dann ein bisschen mehr vom Sponsoring profitieren könnten. Weil ich weiß zum Beispiel von der Kartoffelkönigin, die kriegt immer ein Auto gestellt oder auch die Bierkönigin. Und das sind einfach auch so Sachen, das ist halt einfach super toll. Und da merkt man auch einfach, dass da diese Anerkennung da ist und dass man das auch einfach ja, wert zu schätzen weiß. Und das ist halt echt, ja, super. Genau, Gabi, die am Ende Abendkönigin oder regiert so. da doch der Umsatz und das Geld, oder? Also irgendwie, da muss man doch irgendwie ein bisschen mehr angleichen. Nicht unbedingt. Ich glaube, die merken es einfach manchmal nicht. Also ich habe da schon verschiedenste Verbände angesprochen und dann haben die gesagt, ach, da haben wir gar nicht dran gedacht. Also ja, wie gesagt, der Verbandsvorsitzende trägt seinen Anzug ein halbes Jahr, aber dass der Produktkönigin halt zwischendrin nochmal ein neues Dirndl braucht, da denkt er nicht dran und dass das vielleicht einen anderen Preis hat. Ich denke, das muss aber auch mal Forderungen der Produktkönigin selber sein. Also, ich mache das sehr gerne, ich werde das auch gut machen, ich verspreche dir mein Ehrenamt, aber bitte kümmere dich auch wertschätzen um das und das. Und ich denke, ich glaube nicht, dass es Absicht ist und ich glaube auch nicht, dass es rein der Umsatz ist. Ich denke, manchmal denken wir einfach nicht dran. Und da muss man halt auch darauf aufmerksam machen und die Produktkönigin müssen sich gut austauschen. Das ist ja immer das, was wir wollen, das, was ich will, weil wenn sich die das erzählen, das ist wie allgemein, also
Wenn alle Nachbarinnen zu Weihnachten coole Ohrringe kriegen, dann erfahre ich das und dann will ich die auch. Ne? Also, und so genau funktioniert es auf Mundpropaganda. Und ich denke, umso mehr sie vernetzt sind, umso mehr kriegen wir da Schablone hin, welche Verbände das wertschätzen, behandeln müssen. Und es wird dahin hauen. Ich glaube nicht, dass es Absicht ist und nicht nur Geld. Jetzt gibt es von mir noch eine ganz schwierige Frage. Ich weiß gar nicht, ob ihr das beantworten dürft. Sarah, dein Lieblingsbier? Ich habe kein Lieblingsbier. Ah. Und Kerstin, dein Lieblingswald? Aber mein Lieblingswald. Puh, das ist schwierig zu sagen. Der Mischwald, würde ich mal sagen. Also ich Der mag es, wenn Mist. es bunt ist und verschiedensten Baumarten und das ist ja auch das, wo es in Zukunft hingehen soll. Genau. Würde ich Einfach jetzt auch stabile gerne. Mischwälder. Darf ich das auch beantworten? Ja, sogar für beides, weil du bist ja Expertin für alle Themen, die mit Königinnen zu tun haben. Pilz, auf jeden Fall ist Pilz und mein Lieblingswald der Niederwald, aber der ist ganz selten. Das stimmt. Den Gibt Sehr gut. es Und bei uns. nach Einweg müssen wir nicht unbedingt, habe ich auch irgendwie rausgehört. Bitte nicht. Aber wir wissen jetzt, dass da der Bock und der Doppelbock herkommt. Also Genau. es war mir eine ganz große Freude. Vielen Dank, dass ihr heute Abend hier dabei wart, denn normalerweise ist es ja am zweiten Adventswochenende, dass sich eben die Produktkönigin im Bayerischen Landtag treffen. Und wegen Corona wird das auch in diesem Jahr eben nicht stattfinden. Deswegen auf diese Art und Weise haben wir uns wirklich hier ganz viel Respekt und Anerkennung für euch, hoffe ich, beschert, dass ihr wirklich auch seht, dass eure Arbeit tatsächlich auch wertgeschätzt wird. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und auch an alle, die hier Fragen gestellt haben und kommentiert haben. Vielen Dank. Vielleicht wollt ihr noch ein Grußwort richten, und dann beschließen wir den Abend. Erst ihr beide. Kerstin, Sarah. Sarah, was sagt man denn so, wenn man so auf einer großen Bühne steht, irgendwie zur Masse, wenn man Bierkönigin ist? Ja, was sagt man jetzt da? Also es kommt dann immer drauf an. Also ich zum Beispiel mache halt sehr gerne Bierverkostungen auf der Bühne, weil ich da einfach die Leute ein bisschen mitnehmen kann. Und ich muss halt sagen, wenn man das Bier einem so ein bisschen bildlich erklärt, dann trinkt man das doch viel lieber. Also viele gehen halt im Biergarten und betrinken sich vielleicht am Bier, aber ein Bier kann man halt einfach sehen, man kann es riechen, man kann es hören, man kann es schmecken. Und deswegen ist das Thema Bier so spannend und deswegen mache ich eigentlich ganz gern Bierverkostungen. Und ja, man sagt halt dann am Schluss, wer was getrunken hat, der steigt nicht mehr ins Auto. Genau. Ich Das ist eigentlich. geh ganz kurz zum Kühlschrank, okay? Mach. Aber ihr könnt gerne noch weitermachen. Wir machen beide. Ja, also ich bin fertig. Kerstin, du Schlüssel. ja, das Schlusswort. Also zuallererst hat es mich wahnsinnig gefreut, dass es die Veranstaltung jetzt hier gegeben hat. Danke dir. Das ist eine super Aktion wirklich gewesen. Sarah, ich freue mich, dass ich dich jetzt auch mal zumindest auf dem Bildschirm so erlebt habe. Und genau, ich bedanke mich auch an meine Familie und auch an den Verband und an alle anderen Produktköniginnen, mit denen es echt immer so viel Spaß macht. Und jawohl, Philipp, ich habe auch mein Bier hier. Dann können wir jetzt einfach mal zum Abschluss nochmal Prost. Meins ist leer. In Ich der habe Landtagsfraktion, da gibt es jetzt im Moment kein Bier, oder? Nein, nein, aber herzlichen Dank euch alle. Dann hätte ich, und Philipp vor allem, vielen Dank für deinen großartigen Umgang mit den temperamentvollen Frauen. Und ich würde folgenden Vorschlag machen: Wir trinken irgendwann gemeinsam zwischen Mittelfranken und der Oberpfalz einmal ein Bier im Wald miteinander. Also, das wäre meine größte Freude. Und danke, macht einfach weiter so, weil ihr seid ein Vorbild für die, die das nach euch machen müssen. Wenn ihr so cool seid und alles, alles Gute. Und wir sehen uns an diesem Prinzessinnenabend, weil ich hole den nach. Und den gibt es im nächsten Frühjahr. Bin schon drüber. Und Philipp, du bist dabei. Also ich kann dir dann auch mein Krönchen leihen.